Servus miteinander. Ja, man merkt, man geht langsam auf die Winterpause zu. Gerüchte häufen sich langsam und Patrick Pfeiffer ist ein Name, der jetzt wirklich öfters gefallen ist, so in den letzten 2 Wochen. Ich war da jetzt auch wirklich dran an der Sache und wollte euch jetzt berichten, um was es da genau geht. Ihr kennt ihn mittlerweile. Er ist ein sehr interessanter Spieler, ist aktuell Tabellenführer mit Darmstadt 98 in der zweiten Liga, 23 Jahre, 1,96 Meter, Marktwert 2 Millionen. Seit Dezember 2019 ist er dort mittlerweile unter Vertrag und jetzt kommt das sehr Interessante. Wir waren ja schon an ihm so ein bisschen dran, es gab schon Gerüchte im Sommer vor der Saison. Er hat einen Vertrag bis 2023. Darmstadt wird, denke ich, im Winter nicht verkaufen. Na, das ist mal jetzt die erste Frage. Es ist immer wieder Dennis, es ist sehr weit mit Pfeiffer, habe ich gehört, etc. Kannst du mal darüber was machen? Also, Darmstadt möchte aufsteigen. Wenn sie einen Pfeiffer jetzt abgeben, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ihr Leistungsträger hinten drin, hat in 12 Spielen sogar 3 Tore erzielt. Ihr kennt mich für seine Stärken, stark am Ball, stark in der Spieleröffnung, 1,96 Meter, ein richtiger Schrank hinten, ne, der dir auch Tore bringt, Leaderfähigkeit. Es hat sich einfach super entwickelt seit 2019 und ist natürlich jetzt ein gefragter Spieler. Hätte es einen Sinn für Darmstadt in irgendeiner Richtung Pfeiffer zu verkaufen? Einzigster Aspekt wäre, man könnte noch Ablöse generieren. Wenn man ihn verkauft, müsste man aber auch einen Ersatz finden auf ähnlichem Niveau von dem Geld. Und das ist schwierig. Sie spielen wirklich um den Aufstieg mit. Ne? Das ist, ich traue Darmstadt 98 hier einfach zu, hier auch aufzusteigen. Sie sind ein Top-Team deiner Liga, Top-Trainer mit Lieberknecht. Wieso sollten sie ihn jetzt im Winter verkaufen? Klar, man bekommt Geld, aber bekommst du nochmal so einen Spieler auf die Schnelle dann im Winter? Ich wage es zu bezweifeln, dass sie dieses Risiko eingehen. Sprich, wenn er wechselt, dann wird es erst am Ende des Jahres sein. Ich kann es mir einfach anders nicht vorstellen. Jetzt kommt dieses Gerücht, dass Augsburg mit ihm spricht. Ja, das wurde mir so auch berichtet tatsächlich. Man hat Interesse an ihm. Aber ganz ehrlich, welcher Verein hat ihn wahrscheinlich zurzeit nicht auf der Liste? Wir sind auf jeden Fall einer davon, der ihn beobachtet. Als andere wäre auch wirklich nicht verständlich, weil so ein Spieler ablösefrei eventuell kriegen zu können, ist absolut top. Das Ding ist, umso länger man hier jetzt wartet, ich weiß eben nicht, wie weit die Gespräche sind, ich weiß, dass der FCA Interesse hat, umso geringer werden die Chancen, ihn zu kriegen, weil er wirklich top spielt, auch diese Saison. Frankfurt hat jetzt hier auch die Fühler schon ausgestreckt, auch eine Mannschaft, die viel über Ballbesitz kommt, ne, zu der Pfeiffer sehr gut passen würde und eventuell ja sich jetzt zu einem wirklich regelmäßigen Champions League Team entwickeln könnte. Da muss man natürlich noch abwarten. Auf jeden Fall international wird Frankfurt, denke ich, schon vertreten sein. Sprich, für Pfeiffer definitiv eine interessante Adresse, weil er auch von der Spielanlage sehr gut da reinpasst. Beim FCA ist es jetzt die Sache, habe ich jetzt mit einigen Leuten geschrieben. Wir haben ja 5 Innenverteidiger. Wenn man ihn im Winter holt, wäre es für mich ultra komisch, weil man dann dermaßen überbesetzt wäre. Man hat ja Bauer, Jeff, Urukai, Oxford zurückkommen, ja, absolut Stammplatzanspruch haben, plus Winter. Also 5 Innenverteidiger, die wirklich ein gutes Niveau haben. Würde er jetzt im Winter kommen, wäre man da überbesetzt. Dann müsste also fast einen davon abgeben. Oxford, Urukai kann ich mir nicht vorstellen, weil die Lage verletzt war. Wenn man die abgibt, würde man ja auch eine hohe Transfersumme erlösen wollen. Da die jetzt wenig gespielt haben, konnten sie jetzt auch nicht viel zeigen, viel Werbung für sich selber machen, obwohl man ja die Qualitäten trotzdem von ihnen kennt. Sprich, aus FCA-Sicht macht das, wenn dann erst im Sommer Sinn, diesen Transfer zu machen. Schauen wir mal Richtung Sommer. Da gibt es dann doch ein paar Optionen. Also ich schließe diesen Transfer im Winter, wie gesagt, aus. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es hat auch einfach keinen Sinn. Da hat der FCA einfach andere Baustellen mit rechter Verteidiger, rechter Flügelstürmer. Die 2 Positionen sollte man in der Breite eher verstärken, als jetzt noch einen Innenverteidiger dazu zu packen. Das ist ganz klar meine Meinung. Oder ein Zehner. Das sind diese 3 Art von Spielertypen, die wir eher brauchen jetzt als noch einen Innenverteidiger. Wenn man sich aber jetzt an den Tisch hockt und Pfeiffer schon mal für den Sommer verpflichten kann, wäre das mega. Er ist ein Wunschspieler von vielen Spielern, weil der wirklich ein Qualitätsspieler ist und ablösefrei unbedingt nehmen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einer Meinung. Dann stellt sich aber die Frage, es müsste ja dann fast einer gehen. Szenario 1, Oxford oder Urukai werden verkauft nach einer tollen Rückrunde zu einer hohen Ablöse, was man sich vorstellen kann. Ne?
Bei aller Fußballromantik, Udoka hat, glaube ich, Vertrag bis 2024. Man könnte also mit ihm noch das letzte Mal Ablöse generieren. Ich weiß nicht, was man da plant. Man könnte sozusagen ein Top-Talent, Top-Spieler verpflichten, ohne Geld zu zahlen an Ablöse. Und man könnte einen Top-Spieler verkaufen und Ablöse generieren. Sprich, man hätte 1:1 Ersatz und Geld für die Kaderverstärkung noch dazu. Also so ein Transfer hätte dann schon Sinn im Sommer. Na, schreibt mir da unbedingt auch eure Meinung dazu. Hier ist das Thema, na, du hast mit Jeff den Kapitän, der Vertrag bis 2024 hat. Urukai, der Oxford hat noch länger Vertrag, Urukai auch, meine ich, bis 2024. Also sprich, das wären so die drei Namen, wo man jetzt angucken müsste, wenn Pfeiffer kommt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dann 5 Top-Innenverteidiger mit Stammplatzanspruch bei uns im Kader sind. Das wäre zu viel Gedrücke. Also einer müsste gehen. Was Sinn hätte aus Vereinsseite, einen mit Ablöse verkaufen, einen ablösefrei kriegen. Ob man jetzt einen Pfeiffer überhaupt kriegt, weil man einfach jetzt schon wieder, glaube ich, spät dran ist, wie weit die Gespräche sind, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er auf jeden Fall beobachtet wird. Als andere wäre ja, wie gesagt, unverständlich. Das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wie gesagt, erst für den Sommer. Für den Winter hätte aus Darmstädter Sicht gar keinen Sinn, ihn abzugeben. Außer man braucht wirklich das Geld, geht hier das hohe Risiko ein, einen Top-Spieler zu verkaufen und dann den Aufstieg zu riskieren, der wirklich drin ist für sie. Das hätte keinen Sinn. Punkt, aus, Schluss. Also ich, wie gesagt, ich habe es jetzt öfters gehört, im Winter Pfeiffer holen wäre heftig. Das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Es hätte auch bei uns aus unserer Sicht nicht so viel Sinn, unseren Kader auf einer Innenverteidigerposition so zu überfüllen. Außer man sagt, man möchte in der Rückrunde wirklich zur Dreierkette zurück, dann hätte man 3 Innenverteidiger, die immer spielen. Dann könnte man mit 5 bis 6 Innenverteidigern arbeiten, dann müsste man aber auch wirklich bei Dreierkette bleiben. Aber so wie es ausguckt, ist die Viererkette für uns das bessere System. Und das hätte keinen Sinn, Leute. Ich muss dabei bleiben, das hätte keinen Sinn. Ne? Man musste dann im Sommer wirklich dann eher schauen, ob man dann noch einen abgibt. Dann hätte dieser Transfer auch für uns so irgendwo eine Logik, wo ich verstehen würde. Ich bleibe dabei, unsere Baustellen. Na, ich freue mich, dass jetzt langsam so wieder Richtung Kaderplanung gehen, ne, wird. Ne? Ab dem Bochum-Spiel wird das dann eh alles intensiver mit Gerüchten und Planung. Rechter Verteidiger, Backup für Gumni auf Top-Bundesliga-Niveau, mehr mit Tempo, der kommt. So einen würden wir brauchen. Wir bräuchten einen rechten Flügelstürmer, der alternativ zu Vargas auch noch bringen kann. Vor allem, man merkt ja hinten raus, können wir kaum wechseln, weil unser System jetzt mit 4 Offensivspielern teilweise ist. Fehlt es dann auf der Bank. Ne? Melon und Pepe hat mal abgegeben, man hat aber da wirklich jetzt umgestellt. Man müsste fast noch einen Offensivspieler holen. Unabhängig davon, ob Hahn dann wieder fit ist, dass man 1-2 noch reinwerfen kann in der Endphase eines Spiels. Ne? Momentan spielen halt Niederrechner, Berisha, Demirovic. Da müsste man in meinen Augen noch einen holen. Vor allem mit Tempo, vielleicht im Unschaltmoment, vor allem weil wir oft führen, der im Konter nochmal uns was geben kann. Und eventuell einen kreativen Zehnerspieler noch. Ne? Das sind für mich die 3 Spielertypen, die jetzt im Winter für uns auf jeden Fall noch interessant werden können. Ob man da was tun kann auf 1 bis 2 Positionen, das wäre mega auch in der Breite. In der Winterpause einen Innenverteidiger noch zu holen, wäre für mich mehr als fragwürdig, weil wir da so gut besetzt sind und Oxford Urukai werden da dermaßen noch Qualität reinbringen. Das hat keinen Sinn. Im Sommer ist es ein anderes Thema. Da wäre Pfeiffer auf jeden Fall ein Spieler, den ich nehmen würde, ablösefrei. Da müsste man aber auch sich Gedanken machen, ob man jemanden abgibt. Schreibt mir da eure Meinung dazu. Auf jeden Fall würde mich sehr interessieren. Patrick Pfeiffer, ein Spielertyp, wo ich so mitgehört habe, den jeder mit Handkuss nehmen würde, weil er einfach wirklich brutal gut ist. Und wenn man den ablösefrei kriegt, wahrscheinlich gleich einen Marktwert von 5 bis 10 Millionen kriegen könnte. Das Potenzial hat er. Ich würde ihn mit Handkuss nehmen, ihr wahrscheinlich auch. Schreibt mir auf jeden Fall euer Feedback noch dazu und dann sehen wir uns im nächsten Video. Es war mal wieder ein sehr, sehr spannendes Gerücht. Pfeiffer und Augsburg, irgendwas läuft da auf jeden Fall, aber es sind noch andere Vereine dran. Ciao.